Moin Leute und herzlich willkommen hier auf Twitch, herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Episode zu Banishers Ghosts of New Eden. Was gucke ich denn hier so hoch? Weil ich meinen Online-Twitch-Kanal nicht finde. Ne, ihr wisst ja, wie es ist manchmal. Da findet man das nicht, wie man das gern hätte. Aber Leute, herzlich willkommen hier auf Twitch, herzlich willkommen YouTube. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr denkt, yo, und ihr seid länger als eine Minute hier am Start, denn erstmal die entspannte, spannungsaufrechterhaltende Aufmerksamkeitsspanne beträgt um die 90 Sekunden bei einem Durchschnittsmenschen. Ja, wenn du die schon durchgehalten hast, dann findest du den Stuff hier gar nicht so uninteressant. Dann kannst du gerne mal ein Abo dalassen auf Twitch sowie auf natürlich auch, sag schnell, YouTube. Und da bist du genau richtig, ne? Und bist natürlich herzlich willkommen. Für alle anderen, gerade auf YouTube, die sich hier entspannt meine Videos in den Playlist reinziehen oder einfach mal drüber stolpern. Ich bin auch auf Twitch live, jetzt auch gerade um 10.54 Uhr hier an diesem herrlichen Dienstag. Ist heute Dienstag? Heute ist Mittwoch, ne? Oder was? Ich weiß das nicht mehr. Schaut euch das gerne mal an. Fühlt euch frei. Und kommt mich auch gerne auf Twitch besuchen. Ja, wer es verpasst hat, kein Problem. Auch andersrum, wer auf Twitch noch reinschaut, schaut gerne mal auf YouTube rein. Ich habe hier die ganzen Playlists am Start zu allen Formaten, allen Videos, die ich so mache. Und da auch mit Kapitelmarker, da könnt ihr gerne mal ein bisschen reinlutzen, ein bisschen Spaß haben und einfach dabei sein. Genießt es, Leute. Jetzt geht's hier los mit Banishers Ghosts of New Eden. Wir gehen direkt mal rein. Ich habe hier im Hintergrund mal ein bisschen die Pause activated. Die mache ich jetzt mal raus. Wir gehen jetzt in die entsprechende Cam. Muss ich noch einen kleinen Rückblick loswerden? Ja, wir sind zuletzt im Düsterwald angekommen. Und haben uns hier mal ein bisschen umgehört. Waren, glaube ich, so gut wie in jeder Hütte jetzt. Waren zuletzt, das ist das Wichtigste, was ich jetzt noch erwähnen muss. Wir waren ja zuletzt beim Schmied, der nicht da ist. Auch hier hat ein Geist seine Finger im Spiel. Und haben schon so ein paar Sachen aufgedeckt. In der Schmiede selber haben schon mit der Frau vom Schmied gesprochen. Die war ein bisschen flirty drauf. Und wir dürfen jetzt ins Haus gehen. Im Haus selber werden sich jetzt wahrscheinlich noch einige Dinge auftun. Es wird spannend werden. Und wer also noch ein bisschen Stuff braucht, um in diese Quest jetzt reinzugehen optimal, zieht sich am besten nochmal die letzte Viertelstunde vielleicht von der letzten Episode rein. Entweder jetzt hier auf Twitch oder schau auch gerne auf YouTube rein. Kapitelmarker ist am Start, dann weißt du direkt, wann es mit der Schmiedequest losgeht. Jetzt geht's aber los. Ach, vorher, ganz wichtig, Leute, ne? Sponsor heute, Oettinger Malz, das einzig wahre, ihr kennt's. Eins schmeckt herber und geht einfach derber in den Körper rein. So, nun machen wir die Big Cam hier weg und gehen oben rechts hin, damit ihr natürlich was vom Game seht. Und wir gehen rein ins Haus. Los geht's, Leute. Los geht's. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Öffnen wir mal die Buchte hier. Da, das ist das, was ich meine. Hier am Bett, da wabert's gewaltig. Ein bisschen Leder. Noch einen Kork hier aufmachen. Ein bisschen Pyrit in die Figur. Da haben wir noch ein Buch, ein Tagebuch oder so. Ja, Nelly Heatons Tagebuch, 4. April 1694. Ich habe einen Freund gefunden, einen wahren, teuren Freund. Einen guten Mann, der hin und wieder gesündigt hat, aber niemandem etwas zuleide tun will. Er behandelt mich mit Respekt und ich ihn ebenfalls. Er hört mir interessiert zu und ich tue es ihm gleich. Aber vor allem ist er gutmütig und eine bessere Eigenschaft kann ein Mensch meiner Meinung nach nicht haben. Menschen erlangen Ruhm, weil sie reich sind oder Schlachten gewonnen haben, obwohl sie für ihre Gutmütigkeit berühmt werden sollten. Ich werde diese Seite für immer in Ehren halten, denn sie steht für den Moment, seitdem ich das Leben positiver betrachte. Danke. Das machen wir gleich. Erstmal gucken wir hier die anderen Sachen. Gouverneur Haskell's Brief an Fortune Heaton. 2. März, im Jahr 694. 1694. Unseres Herrn aus der Feder des ehrwürdigen Fairfax H. Haskell, Gouverneur der Kolonie von New Eden und des Umlandes, an Meister Fortune Heaton, Heaton Schmiede, Brace Monks, London. Erkennungsurkunde. Mein sehr verehrter und von Gott begünstigter Mr. Heaton. Anlässlich unserer letzten und dringlichen Korrespondenz möchte ich mich auf euren letzten Brief vom 14. Dezember beziehen, in welchen ihr euer Interesse bekundet habt, zur Kolonie in New Eden aufzubrechen, wo ihr euren Beruf als Schmied nachgehen wollt. Da ihr sowohl in London als auch in Boston als fähiger Schmied und auch als äußerst frommer Puritaner angesehen seid, bin ich hocherfreut, euch mitteilen zu dürfen, dass wir euch hier mit Freude aufnehmen werden. Ihr erhaltet von uns einen Kleinbesitz, in dem ihr euer Gewerbe einrichten könnt.
Außerdem werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch die benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch bitten, die erforderlichen Werkzeuge selbst mitzubringen, da deren Erwerb sich hier bisweilen als schwierig gestalten könnte. Von den Geistern möchte ich jetzt nicht reden. Bitte antwortet unverzüglich auf dieses Schreiben, allerspätestens in einem Monat, und bucht die Überfahrt schnellstmöglich. Enthalten findet ihr einen Vorschuss, um die Kosten jener Überfahrt zu bezahlen. Felder müssen gepflügt und Pferde behuft werden und dafür benötigen wir dringend eure Dienste. Wir erwarten eure Ankunft noch vor Einbruch des Winters. An alle, die es betrifft, Fortune Heaton wurde hiermit als neuer Schmied der Kolonie von New Heaton beauftragt. Hochachtungsvoll, Gouverneur Fairfax H. Haskell. Okay, dann haben wir das. Hier können wir wieder rausgehen. Und dann gucken wir mal, was hier so geht. Na? Untersuchen wir das mal. Irgendwas scheint beim Bett zu sein. Ich spüre ein Fragment der Vergangenheit. Okay. Erinnerung. Haken. Wir haken mal nach. Schön in den Holzboden geritzt. Da freut sich auch der Bewohner. Tofimi Andrasta. Skal Manfalnas. Alter, krass. Der soll die töten. Deswegen ist er weggelaufen. Nein. Es gehört nicht euch. Okay, deswegen ist er abgehauen. Er ist besessen und der Geist das will... Das ist kein Geist, der Nelly bedroht. Es ist ihr Ehemann. Er hat anscheinend versucht, das Bedürfnis, ihr weh zu tun, zu unterdrücken. Hm. Aber warum? Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Haben wir eine neue Information? Nee. Ja, krass. Sehr schön. Sehr schöne Geschichten. Toll. Toll, toll, toll. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert, bin ich. Hä? Hier waren wir doch schon. Hier müssen wir lang. Was ist denn hier? Ist hier noch was? Aha. Einen Moment. Fußspuren. Ziemlich praktisch. Wenn man sich nur vorstellt, wie viel Zeit wir in all den Jahren der Geister-HZ sparen können. Können wir sagen. Na los, lass uns den Schmied suchen. Wo müssen wir denn lang? Hier lang. Ja, wir gehen da lang. Wir gehen aber erstmal hier lang. Hier sitzt ja auch noch jemand. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle Häuser abgecheckt in diesem Dorf. Und wer seid ihr? Credence Scudder, mein Herr. Mein Herr. Zu Diensten, mein Herr. Mein Herr. Und wer seid ihr? Mein eure Herr. Lordschaft? Oh, ja, wir wechseln. Ich bin Verbanner Red McWraith und obschon ich eure Höflichkeit zu schätzen weiß, nennt mich bitte einfach Red. Ein Verbanner? Seid ihr gekommen, uns von der Bestie zu erlösen? Ich werde mein Bestes geben, mein Sohn. Gut, gut. Aber wahrscheinlich werdet ihr dabei leider sterben. Hm? Wieso flieht ihr nicht? Viele sind wegen des Fluchs aus New Eden geflohen. Warum seid ihr geblieben? Ich? Weiß nicht. Weil Cousin Beloved es so wollte, denke ich. Ich mache immer, was Beloved sagt. Ist besser für mich. Ein netter Junge. Er hat Glück, dass sich jemand um ihn kümmert. Ihr seid loyal. Weiß ich nicht. Ihr seid ein treuer Mensch. Ihr müsst wirklich an eure Gemeinde glauben. Meint ihr Leute? Ja, ich liebe Leute. Wirklich sehr. Ohne Leute wäre ich ganz allein. Ja. In schlimmen Zeiten bleibt man besser bei denen, die man kennt. Mhm. Findet ihr nicht auch?
Ja. Was gibt's Neues? Wie stehen die Dinge hier, Credence? Wir frieren, sind hungrig und haben Angst. Wir haben Nuiden verlassen, um zu überleben, aber der Tod ist uns seitdem jede Minute auf den Fersen. Thickskin. Was könnt ihr mir über Thickskin Newsmith erzählen? Oh, sie ist sehr tapfer, mein Herr. Eine gute Anführerin. Sie macht mir Angst. Und Käthe? Was haltet ihr von Kate? Ich weiß nicht. Sie ist nicht sonderlich nett. Beloved kennt sie besser als ich. Mhm. Wie geht es den Menschen hier? Wir sind los, ohne zu wissen, ob wir es schaffen würden. Jetzt stecken wir verloren und hungrig im Wald fest. Wir haben Angst, mein Herr. So große Angst. Ja, dann leb wohl. Guten Tag, Mr. Scudder. Gott segne euch auch damit, mein Herr. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Wiesenkerbel. Mitnehmen. Oh, hier ist die Musik aber merkwürdig. Hier ist zu. Was hat er hier denn hängen? Fleisch? Okay, eine Truhe. Ja. Jeder Gang in das Haus lohnt sich, Leute. So, dann wollen wir mal. Wir folgen den Spektralspuren. Ja, hier unten, das war ja, glaube ich, zu uns ging's da, ne? Ja, das ist der Korb, da waren wir. So, dann gucken wir mal. Wo laufen wir denn jetzt hier gerade lang eigentlich? Aha. Gehen wir mal in das Haus hier rein, aber erstmal gehen wir hinter das Haus. Ah, ist doch tatsächlich manchmal was drin, okay. Ich dachte jetzt, das ist komplett unnötig, das Zeug zu zerkloppen. Bisschen Kohle. Die offizielle Übersetzung der Bibel. Okay, das haben wir schon gesehen. Das hat jetzt jeder hier wahrscheinlich, oder jeder Dritte hat das hier im Haus, das Ding. Den Fußspuren weiter folgen. Hier geht's hoch. Wo geht's denn da hin? Oh, da gehen wir mal hin. Das ist eine Sackgasse. Sackgassen stehen für Loot. Okay, so ein kleiner Friedhof oder so. Aber wirklich sehr einfach. Hier ein paar Steine reingekloppt. Hier kam es einfach nur ein paar Bretter. Okay, da können wir hoch. Kurz nochmal gucken. Okay, das ist auch gut. Hier ist irgendwas komisch. Oh, da oben. Ist das mit Knochen oder was? Was ist das? Wir können es noch nicht. Vielleicht können wir es später abschießen, aber jetzt aktuell können wir damit noch nichts machen. So, geht's weiter. Mal sehen, wo er lang wollte, der Kollege. Was hältst du vom Schmied und seiner Frau? Ja.
Fortune Heaton und seine Schmiede werden von einem Geist heimgesucht. Ja, das denke ich. Aber wessen? Feuriger Hain? Achso. Ja, was ist denn das? Ist das ein Zeichen? Nö. So, wir gucken mal ganz kurz, wie sich das hier aufbaut, das Ganze. Gehen wir mal rechts rum erstmal. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Wo denn? Aber wo? Da. Dieser Fisch. Oder? Irgendwie wird der Fisch hier so hervorgehoben, aber ich habe keine Ahnung. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Aber warum? Was ist das? Wir sehen es ja nicht. Können wir hier hoch? Ah. Okay, haben wir. Gehen wir mal hier runter. Erstmal. Kein Problem. Die zwei sind kein Problem. Hier gehen wir mal noch nicht lang. Checken wir mal den Weg hier oben ab. Richtig auf die Schnauze, du. Wenn wir die hart vermöbelt. Ist der gerade ein Level aufgestiegen oder was hat er gemacht? Ich wollte gerade perfekt parieren, aber das ist bei dem noch ein bisschen tricky. So, hier war doch irgendwas, ne? Irgendwas war hier doch. Ach, da. Noch mehr Zunderpilze. Wiesenkerbel. Da geht's runter. Dann machen wir das noch nicht. So, hier waren wir jetzt oben überhaupt. Überall. Warte mal. Wo sind seine Spuren? Da. Okay, er geht da lang. Okay. Gut, dann geht er da lang. Dann gehen wir aber erstmal hier lang. Oder? Nee, dann gehen wir auch hier lang. Oh, wir können rechts rum. Das ist ja sehr gut. Gehen wir da mal hoch. Bisschen verzwickelt hier. Die ganze Situation. Gehen wir mal hoch zu dem Gebäude. Ja, aber diese größeren
Areale. Das ist schon ganz gut. Oh, Alter, was ist das denn für ein Wolf? Und ob ich schon wandert, Level 9. Der kriegt schon mal einen reingedrückt. Heilige Maria, bitte für mich. Heiliger Josef, bitte für mich. Jesus, Maria und Josef, helft mir bei meiner letzten Qual. Okay, Leute, okay. Ist da jemand? Bitte! Ich flehe euch an, helft mir! Heilige Maria, bitte für mich, Heiliger Josef. Oh, Alter. Ich könnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Okay, jetzt leer nochmal. Ein bisschen Stress. Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Sind sie weg? Ja. Wer bist du? Ich danke euch. Wer immer ihr auch sein mögt, was immer ihr auch getan haben mögt, hab Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Fortune Heaton, ich bin euch also dankbar, dass ihr meines Weges kamt. Red McGrath, der Verbanner. Da ist er ja, der Schmied. Wart ihr nicht zu zweit? Waren wir, ja. Wie es der Zufall so will, bin ich auf der Suche nach euch. Das seid ihr? Weswegen denn? Ihr seid der Schmied des Lagers? Ihr seid also der Schmied? Gefällt euch die Arbeit? Ja, ganz gut, denke ich. Habt ihr viel zu tun? Ja, natürlich. Es wird viel gebaut. Dafür braucht man viele Nägel. Unmengen an Nägeln. Ein ganzes Meer voller verdammter Nägel. Toll, wenn ein Mann stolz auf seine Arbeit ist. Über Nelly? Wie stehen die Dinge mit Nelly? Gut, ja, gut. Es ist schön, eine Frau zu haben. Ein Zuhause. Nelly ist eine tolle Frau. Intelligent, mutig, voller Großmut und Barmherzigkeit. Sie ist ein Segen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ach, wisst ihr, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen. Erinnert er sich nicht oder will er es uns nicht verraten? Ach, Mr. Heaton, nur keine Schüchternheit. Ein klitzekleines bisschen Romantik hat noch keinem Mann geschadet. Romantik? Ich habe ihr bei etwas geholfen. Sie hat mir bei etwas geholfen. Wir sind zusammengeblieben, um einander zu helfen. Bei Dingen. Gut zueinander zu sein, das kann ein Paar verbinden. Romantik ist gar nicht immer so wichtig. Ich habe euch beten gehört. Ich habe euch beten gehört. Ich dachte, ich hätte die Verse wiedererkannt. Wirklich? Sicher? Nelly stellte ihn als ehrfürchtigen Puritaner dar. Ja, sie wirkten katholisch auf mich. Nur ein Zufall? In Ordnung, die Wahrheit ist, dass ich konvertiert bin. Ich habe es für Nelly getan. Ich war Katholik. Es waren eher die Umstände, nicht das Überzeugung. Bitte, sag nichts. Ich darf hier nicht auffallen. Von mir erfährt es niemand, das ist mir nur Latte. Das geht mich nichts an. Von mir erfährt es niemand. Ach, hab Dank. Jetzt schulde ich euch bereits zum zweiten Mal. Was macht ihr hier? Was macht ihr überhaupt hier draußen? Fürchtet ihr euch nicht vor der Bestie, die hier herumstreift? Ich musste den Kopf freikriegen, etwas frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne abkriegen. Die Schmiede ist, nun ja, sehr dunkel und heiß. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir spazieren doch alle gern durch den Wald mit unseren schweren Schmiedewerkzeugen. Warum habt ihr das Werkzeug mitgenommen? Ja, warum habe ich mein Werkzeug mitgenommen? Warum? Warum? Weil es verflucht ist. Deswegen. Verzeiht mir. Ich verliere langsam, aber sicher mein letztes bisschen Verstand und dieses gottverdammte Werkzeug ist schuld daran.
Ich fange an, damit zu arbeiten und plötzlich ist der halbe Tag vergangen und ich bin an einem völlig anderen Ort. Und es kommt noch schlimmer. Wenn ich zur Schmiede zurückkehre, ist die Arbeit fertig. Das Werkzeug ist verflucht und es muss weg, so tief in den Wald wie möglich. Haben Sie euch befohlen, eure Frau umzubringen? Hat das verfluchte Werkzeug euch befohlen, eure Frau zu töten? Nein. Ja. Vielleicht nein. Ich würde nie etwas antun. Aber ja, es hat mir befohlen, ihr weh zu tun. Vielleicht. Vielleicht habe ich das. Könnt ihr mir helfen? Ja, aber ich kann nicht garantieren, dass euch das Ergebnis gefallen wird. Ja, zurück ins Lager mit dir, Magger. Kehrt ins Lager zurück. Ich kümmere mich um das Werkzeug. Wenn ich alles habe, folge ich euch. Natürlich, mein Herr. Auf jeden Fall. Hab Dank, Verbanner. Ich danke euch. So, da haben wir wieder ein paar Informations bekommen. Der Schmied ist schmächtiger, als man bei seinem Beruf vermuten würde, aber er ist freundlich und strahlt trotz der offensichtlichen Müdigkeit Zuversicht aus. Dies ist womöglich der Grund für seine Angespanntheit. Oder vielleicht lässt ihn Letztere nicht gut schlafen. Auch wenn jeder davon überzeugt ist, ist der Schmied kein Puritaner. Ja. Und der Geist, der dazwischen steht. Was ist hier passiert, Leute? Was? Wie kommt ein Geist jetzt in seine... Umgebung, frage ich mich. Stimmen von Toten klingen hier nach. Meins, meins. Da ist es ja. Meins, alles meins. Der Geist erhebt Anspruch auf die Schmiede. Aber warum? Ein Salzwassergeist erhebt Anspruch auf die Schmiede und alle Werkzeuge drin. Das ist wahrscheinlich der gestorben ist. Die werden ja sicherlich einen Schmied gehabt haben hier. Irgendjemand muss den ganzen Stuff ja damals gebaut haben. Der muss dann irgendwie ums Leben gekommen sein und er will sein Zeug wieder haben. Deswegen wandelt er noch auf dieser Erde, gebunden an sein Werkzeug, sozusagen an sein Leben, Hab und Gut. Ihr wisst, wie ich meine. Habe ich mal kurz aufgedeckt für euch. Ja, warte mal. Müssen wir nochmal gucken. Ein Salzwassergeist erhebt Anspruch auf die Schmiede. Genau. Mit allem darin. Können wir das hier kaputt machen? Schmiede aus dem Echo ist nicht im Werkzeugkasten. Wenn er hier nicht irgendwo ist, hat er uns belogen. Spektralspuren, die tiefer in den Wald führen. Gut möglich, dass uns an ihrem Ende ein Schmiedehammer erwartet. Ja, no. Kann gut sein, muss aber nicht. Wo geht's denn hier lang? Ja, hinten rum. Hoffe ich. Da geht's runter. Da würde ich jetzt aber nicht lang wollen. Ich würde erstmal hier rum. Geht's vielleicht sogar hier lang? Wo sind denn die Spektralspuren? Ach, die müssen wir erst noch enthüllen. Ja. Der Spektralgeisterspur folgen, die führt hier runter. Gut, das machen wir aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal hoch. Knochen. Oha, was ist hier denn passiert? Alter, hier ist schon wieder eine Arena. Ja, hier geht's gleich richtig ab. Dann machen wir hier mal Kirmes oder was, Leute? Bisschen Pyrit. Und los geht der Spaß. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Manifestieren wir wieder.
Und dann gehen wir rein. Hallo? Was war das denn jetzt? Oh, Alter, der ist aber aggressiv. Ein fieser Brocken. Achtung, ein Femen ergreift Besitz. Oh, Alter. Alter. Hallo, ich kann nicht mal wechseln. Ich kann nicht wechseln. Oh, huhuhu. Haben wir eigentlich noch Zeug? Ja. Ich nehme mal ein bisschen. Augen auf. Folge meiner Stimme. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich kann dir helfen. Konzentrier dich. Ja, Magge. Hä, ich kann gar nicht wechseln. Boah, scheiße, ey. Scheiße, Leute. Das ist immer hart. Okay, das war gut. Ich krieg das aber allein hin. Das war aber knapp. Macht erhöht auf ein alle auf alle Attribute. Das habe ich noch fast richtig verkackt, Leute. Ah, ja, ist ein bisschen wild, die Kampfmechanik. Aber okay, wir haben's. Wir haben's. Auf jeden Fall sind die Kämpfe ein bisschen speziell. Wo geht's denn weiter? Da runter. Checken wir mal hier ein bisschen. Zunderpilze. Ne, Wiesenkerbel nehmen wir auch noch mit. Ist da mein Stuff aufgefüllt? Ja. So, wo geht's denn lang? Nee. Hier rum. Fortune, der Schmied, ging tief in den gefährlichen Wald hinein. Ich weiß es nicht. Er wird heimgesucht, denke ich. Die Heimgesuchten machen oft merkwürdige Dinge. Vielleicht wollte der Geist ihn töten. Könnte gut sein. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Leute, wir sind aber der ganzen Sache auf der Spur, ne? Boah, das ist aber auch wirklich hier ganz schön verzwibbelt, du. Dann gehen wir mal nach rechts. Nee, oder? Doch, ich gehe mal rechts rum erstmal. Würde ich sagen. Kurz erstmal rechts rum.
Direkt mal einen vernichten. So. Und alles mitnehmen. So, jetzt wollte ich hier den Platz mal für uns einnehmen. Dann haben wir nämlich einen neuen Schnellreisepunkt. Hier müsste ja irgendwo so ein Lagerfeuer-Ausruhpunkt sein. Zumindest war das auf der Karte so eingezeichnet. Wenn du mal durchatmen willst, bietet sich dieser Ort hier an. Ja, das machen wir auch. Bisschen Kohle. Bisschen Loot. Könnte das eine Schatzkarte sein? Oha, provisorisches Zeltlagerversteck. Das ist doch im Düsterwald. Hier am Strand. Das ist, glaube ich, unsere Hütte, ne? Hier unten ist der Strand. Darunter rechts. Ja, ich weiß, wo das ist. Die Karte ist ja nur wirklich kein Geheimnis. Gibt ja manchmal Karten, da denkst du dir... Nicht jede Karte führt zu einem Schatz. Ja, aber diese vielleicht schon. Na gut. Suchen wir nach diesem Schatz, der uns unweigerlich erwartet. Ausruhen erstmal, bitte. Inventory. Können wir denn wieder was Neues ausbilden? Ein Armband. Aufrüsten, bitte. Können wir machen. Auf 12 Nahkampf Spektralschaden. Ein Elite-Juwel. 12 Spektralstaub, dann los. Machen wir das. Stufe 3. Das ist doch gut. Ah, warte mal. Nee, das ist schon okay so. Ausruhen. Haben wir eigentlich nochmal einen Levelaufstieg gehabt? Nö. Aktuell nicht. Oh. Leute. Heute schon wieder so Wetter, da zieht's in den Knochen, Leute, so ein bisschen, ne? Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Ich hab das leider. So ein Schulterding. Ne? Manche haben es ja im Knie oder so im Bein oder was weiß ich wo. Ich hab das hier so schön oben rechts in der Schulter. Wenn Scheißwetter ist, ey, dann oh, zieht und zwirbelt. Richtig unangenehm. Ah, so, mal zart wieder zurücklehnen. Und dann geht das hier weiter, der Spaß. Wir gucken mal, wo wir hier sind. Ja, dann gehe ich jetzt einfach... Oh, doch, da kann ich runtergehen. Das ist doch gut. Dann gehen wir da einfach mal runter jetzt. Ja. Hier geht's auch nicht wieder hoch. Aber vielleicht ist hier noch irgendwas. Genau, da sind wir lang gekommen. Ja. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Und gucken mal. Hauen wir mal schön den Leuten hier auf die Schnauze. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Na komm. Die sehen echt aufgeregt aus. Mal ein Alpha-Wolf erstmal rund oder was?
Ich kann dir helfen. Wie gefällt dir das? Ja, da löppt der Lachs. Alles. Ja. Irgendwas ist hier. Das lief doch gar nicht so scheiße. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind, wo wir waren und überhaupt. Was ist hier? Und da sind wir gekommen. Hinter uns. Wo ist denn der Spektralstaub? Etwas in der Nähe. Aha. Ja, okay. Na, da geht's ja wieder hinten rum. Und da geht's dann auch nochmal rum. Wir können ja mal oben lang gehen. Oder? Wir gehen erstmal nochmal unten lang, ne? Gehen nochmal hier ein bisschen gucken. Ich kann ja nun nicht überall gleichzeitig sein, leider. Leider Gottes, habe ich die Macht nicht. Aber wir werden schon den richtigen Weg finden. Hier war doch irgendwas gerade. Wo ist es denn? Da. Sonderpilz. Hier ist noch ein bisschen Gemüse. Ja, hier müssen wir wieder springen. Der Hammer. Scheint, Fortune wollte ihn verschwinden lassen. Der Hammer bindet den Geist. Mhm. Jetzt muss ich ihn nur noch kriegen, ohne mir dabei den Hals zu brechen. Ja, das wäre wirklich eine Schande. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ja, hier. Okay, dann gehen wir da rum. Kurz mal gucken. Da geht's dann hoch. Geht's dann wieder zurück. Das kann man dann auch mal machen. Dann würde ich den Rückweg dann tatsächlich so antreten. Jetzt müssen wir hier erstmal rüber. Aber geht nicht. Oder von da oben oder was? Oh ja. Wir müssen erstmal hoch. Dann kann ich ja mal kurz hier einen Blick riskieren. Genau. Okay. Dann springen wir mal rüber. Und gucken, was es hier so gibt. Jetzt sind wir hier auch oben drauf, glaube ich, auf dem Zipfel, ne? Ja, genau. Und was ist hier? Kann ich... Hä? Warte mal. Will ich mal ganz kurz gucken. Kommen wir von da dann wieder zurück oder was? Ach, hier ist nur eine Kiste. Und Pyrit. Ja. Das geht nur von oben. Aber der Weg hat sich gelohnt.
Ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot ist immer gut, ne? Ihr wisst es ja. Ihr wisst es doch am besten, ob Loot gut ist oder nicht. Na, hier unten wird wahrscheinlich gleich die Post abgehen. Muss eine Falle sein. Ich nehme ein Echo wahr. In Ordnung. Dann wollen wir die Falle mal auslösen. Na, dann gucken wir mal. Du hast recht. Scheiße. Geht schon direkt los? Nee, lass das sein. Da kommen noch mehr. Direkt vernichtet. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Schnell rüber. Wusste ich's doch. So. Bevor wir uns den Hammer krallen, gucken wir mal ganz kurz. Da hinten können wir hoch. Ach, dann können wir hier wieder zurück. Okay, das machen wir jetzt natürlich nicht. Hier ist gleich der Hammer. Irgendwo. Da. Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Vielleicht können wir das dann, wenn wir das hier gemacht haben, mit irgendeiner neuen Fähigkeit oder so. Hier noch irgendwas? Okay. Das erschließt sich mir jetzt nicht so richtig. Den Sinn dieses Sprunges? So, Leute. Wo war? Da. Hier geht's dann weiter. In der nächsten Episode. Ich speichere das nochmal mit euch. Und dann legen wir hier wieder los. Ne? Erstmal, Leute und Freunde der untergehenden Sonne, machen wir hier mal ganz dezent Big Talk Aktion. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hier auf Twitch geht es gleich weiter. 2 Minuten Pause und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Episode auf YouTube. Morgen 18 Uhr, nächste Folge für euch online. Wer es nicht erwarten kann, kommt bitte auf Twitch rein, denn hier sind die Folgen meist schon zu sehen. Also nicht meist, sie sind auf jeden Fall hier noch zu sehen. Und wenn ihr nicht zu spät seid, könnt ihr euch sie noch reinziehen. Leider ohne den Luxus-Kapitelmarke, den habt ihr dann in YouTube. Also da könnt ihr auch entspannt warten und euch das ganz entspannt wegsnacken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich danke euch für den Support. Danke euch für die Abos. Und bitte bleibt gesund. Bis zur nächsten Episode. Twitch, hier geht's gleich weiter. Ich danke euch vielmals. Bis gleich. Bleibt gesund und tschüssi. Euer Daddle Buddy. Haut rein.